Ich bin Lena Lotzen, ich bin 22 Jahre alt und spiele seit ich 5 Jahre alt bin Fußball. Drei, zwei, eins, los geht's. Also ich spiele Fußball eben seit ich 5, 6 Jahre alt bin. Ich habe mit den Jungs zu Hause angefangen. Ein Schulfreund ist zum Fußball gegangen und meinte nicht, ob ich Lust hätte mitzukommen. Und dann bin ich mitgegangen. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich bin irgendwie dabei geblieben und ja, spiele es heute immer noch. Man spielt mit den Leuten zusammen, die man irgendwie gerne mag. Man ja, kriegt viel von der Welt irgendwie mit, man ist viel unterwegs, man, man erlebt viel miteinander. Und das ist der Punkt, glaube ich, warum wir irgendwie alle dabei bleiben. Ja, klar verzichten wir auch auf gewisse Dinge. Man ist dann mal nicht dabei, wenn irgendwie eine Feier ist oder irgendwie was unternommen wird, sondern man spielt dann Fußball. Aber ich glaube, wir bekommen so viele Dinge auch wieder zurück, dass man dann gerne auf sowas verzichtet. Und es ist einfach irgendwie was Besonderes, wenn man feiern kann und wenn man was erreicht hat. Also es hat einen ganz anderen Wert, wenn man weiß, man hat irgendwie davor was geleistet, man hat irgendwas erreicht, was man sich immer gewünscht hat. Und dann zu feiern, das sind dann meistens die besten Partys. Natürlich, also ich glaube, wenn man verletzt ist, dann bekommt man andere Dinge einfach viel intensiver mit. Man weiß, wenn man wieder auf dem Platz steht, ist viel mehr zu schätzen, dort zu stehen. Man lernt seinen Körper besser kennen in der Zeit, weil man viel genauer auf Kleinigkeiten hört. Und man freut sich halt vielleicht dann doch immer wieder ein bisschen mehr auf ein normales Training, als wenn es Gewohnheit geworden ist. Und ich glaube, die Erfahrung, die muss nicht jeder machen, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall einem irgendwo auch gut tut, auch wenn man in dem Moment vielleicht nicht sieht, warum. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann man an so einer Verletzung auch auf jeden Fall wachsen. Reha? Nee. Wenn ich nicht Fußball spiele, dann ich studiere nebenbei noch, ich mache ein Fernstudium. Ich studiere Sportwissenschaften an der Fernuni und das ist immer ein ganz guter Ausgleich zum Fußball. Ich habe zeitweise oder teilweise mache ich auch ein Praktikum bei der Allianz noch, beziehungsweise arbeite da so 1, 2 Tage die Woche, schnupper da so ein bisschen mit rein, bekomme einfach auch mal das Ganze drumherum mit, was um uns herum passiert. Wir sehen ja immer nur die Fußballersicht, aber es ist immer ganz cool, auch das andere zu sehen, was für uns alles gemacht wird. Also wenn ich Zeit noch und noch hätte, dann würde ich, glaube ich, so eine Weltreise machen. Ich würde mit einem Rucksack los und würde einfach durch die Welt reisen, egal wohin. Ich glaube, ich hätte nicht mal einen direkten Plan. Aber das wäre so, oder das habe ich oft in meinem Kopf, dass ich eigentlich einfach mal durch die Welt reisen wollen würde, viele Länder sehen wollen würde. Und so ohne Zeitdruck alles zu machen. Also dass man einfach so viele Wochen, wie man möchte, rumreisen kann. Und ja, das wäre, glaube ich, das würde ich machen, wenn ich Zeit hätte und mir ein Ziel aussuchen dürfte.